Willkommen zu einer weiteren Folge Fußball, nicht Fußballmanager, das ist so falsch. Championship Manager 93 auf dem Amiga. Wir sind ja aufgestiegen in die First Division und spielen jetzt weiter. Dann wollen wir mal gucken, gegen wen wir spielen müssen. So, Pitches. Also, nächste Spiele gegen Stoke City in der Liga. Und danach haben wir Anglo-Italian Cup gegen Venezia. Okay. Wir müssen auch irgendwie gegen die Italiener durchkommen. Morgan ist verletzt. Und Slawson ist verletzt. Das macht rein. So, ja, haben wir gemacht. Scott Morgan ist noch 4 Wochen verletzt. Müssen wir gucken, ob wir den. Da haben wir eine Rehabilitation geschickt. Und Slawson ist noch weg in 6 Wochen. Dann haben wir auch eine Rehabilitation geschickt. Okay, da müssen wir erstmal ohne die auskommen. So. Stumble for a few days with a reserve squad. Das ist wohl uninteressant. Ah, Coca-Cola FA Cup. Es ist kein FA Cup Spiel, was wir machen. Das ist Ligaspiel. FA Cup haben wir noch keine Spiele, weil wir freilos haben. Aber die Engländer haben das so geregelt, dass die hohen Clubs, also First Division und Premier League, immer freilose haben. Weil die sonst zu viele Mannschaften da drin haben. So kommen die kleinen anderen auch mal die Chance, da durchzukommen. Naja, mal gucken. Walsall gegen Bristol Rovers. Walsall hat 1-0 gegen. Oh, meine Güte. 1-0 gegen Bristol Rovers gewonnen. Das meine ich mit, haben die Kleinen mal eine Chance auch oben zu kommen. Ray Stoneman has resumed training. Ist wieder fit. So, haben wir mal noch gehört. So. Scarborough wants Tony Gallimore. Den will er haben. Den will ich aber auch haben. Mittelfeld Wrestling Central. A bro, he is interested. Gabo bietet 30.000. Okay. Was ist der Wert? 50.000. So, bieten wir 51.000. Er kommt zu mir. 5-Jahres-Vertrag, super. Deswegen habe ich sie auf die Play, auf die Shortlist gesetzt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Plumas, Everton, North Oxford, New, Wesley United, Nottingham Forest. Oh, Roy Keane. Team. Das ist ja geil. Den kaufe ich. Kann ich mir den überhaupt leisten? 1,5 Millionen. Könnte ich mir leisten. Kaufe ich mir den auch noch. So. 750.000, 890.000, 1,5 Millionen, das ist cool, glaube ich. 1.000 noch mehr.
Ist auch meiner. Er hat halt den Knaller Libro geholt. Alter Paddei. Narbert. Der will auch zu mir. Responsible. Ja, verfallen wir erstmal im Kaufrausch. Ja, das heißt, wir verkaufen natürlich auch wieder welche. So ist es ja nicht. Ne? Das haben wir einen rechts, links, rechts oder linken, ist egal. Oh, Adversity, der will auch zu mir. Kaufen wir auch mal. Aber dann ist erstmal Schluss mit kaufen. Oh, Refused, 70.000. Gut, kommt dazu. Der Rest will erstmal nicht zu. Ja, ist Liverpool und Everton, ist klar. Gut, okay. Dann gucken wir mal, was wir jetzt machen. Wir haben den Schlossen. Tackling und Pace. Also Tackling und Schnelligkeit und Kopfballe kann er. Was ist unser 10er noch? Nur. Plus Nur. Das auch gut. Ja, was hat unser Schlossen weg? Der wieder fit ist. List him. Und Discus, 100.000 kann er gehen. So. Dann kommt Roy Keane auf die 4. Eindeutig. Pat Keane kommt auf der Ersatzbank. Ey. Ich habe gesagt, Ersatzbank, eh? Ich schwör. So, das ist ein Stürmer. Müssen wir einen von den Nugent. Oder Ampado. Ja, aber dann kommt Ampado weg. Ja, ich weiß, der ist Internationalspieler, aber der gibt Kohle, den hole ich mir. Den verkaufe ich mir. 6. Matt Edwards kommt dann auf die 6. Gallimore. Der ist auch gut. Alter. Gut. Behalten wir das erstmal so. Nummer 2. Nummer 1, 2 auf die Transferliste. 2 Stück haben wir gekauft. So. Roy Keane ist jetzt Stammspieler auf der Libero-Position. Das haben wir jetzt geregelt. So. Chris Moore out for view about 2 Wochen. Chris Moore ist mein rechter Mittelfeldspieler, glaube ich. Oder mein Spielmacher? Keine Ahnung. Müssen wir gleich mal gucken. Aber Slawson und der Ampado kommen weg. So. Und jetzt tot ist. Ja, die 10, mein Spielmacher. Okay. Dann kommt so lange. Keane rein. Und die 10 und die 12 durch Gallimore. So. Ja, Moore ist verletzt. Wie lange ist der verletzt? Mal gucken. Der ist verletzt. Back soon. Okay, der ist ein paar Wochen, ein paar Tage oder was auch immer verletzt. Okay, wir spielen weiter. Gucken wir mal. So, Slawson.
Hier mit der Größe geht das mit der, mit den Augen. Das kann ich alles super lesen. Überhaupt kein Problem. Fußballmanager, das ging gestern gar nicht. Ich weiß nicht, ist es ein Tagesabhängig oder was? Aber wie gesagt, am Montag habe ich Termin beim Doktor. Und gucken wir mal, was der nochmal sagt. So, weiter geht's. Stoke City gegen Luton Town. Limit, the race is clear, but he's going as the shot. Oder die Shots wide. Wie auch immer. Go for Luton. Downward header into the Bayonet. Hurry. 0-1. Stein was a good chance, but he shoots legs power. Harvey has a real chance. Limit must also score, but he misses the target. Ah, ja, so ist es. Electric. Okay. Go for Stoke. Aha. Das ist ja mal ein Ding. But it don't count, aber hat nicht gegeben, weil eine Schiri eine Kleinigkeit gesehen hat. Limit drauf am Goal, go for Luton. He finishes clinically. 2-0 zur Halbzeit. So, jetzt gucken wir unseren neuen an. Roy Keane bringt 8. Und Edwards bringt 6. Aber wir haben noch einen geholt, ne? Wir haben noch einen geholt. So, mal gucken. Wo ist diese Chance? Christian Vieri dives in the area, the ref consults, turns away. Away, winkt ab. Aber der Schiri winkt ab. Nichts für den Papa. Second half, 75. Minute. Goal for Stoke, oh, kommen Sie nochmal ran. Stein, Mark Stein. Aber schaffen sie nicht mehr. 2-1 Sieg. Sehr gut. So, dann müssen wir noch mal gucken, wie wir jetzt hier noch geholt haben. Wir hatten ja noch einen geholt. Müssen wir mal gucken. Ja. Jugendpuppen. Oxford von Aston Villa. Oxford hat Aston Villa weggehauen. Schlecht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir hatten noch. Ah, Nabet haben wir noch gekauft. Jetzt müssen wir mal gucken, wen wir da rausholen. Baschel oder. Nugent holen wir raus. Für Nabet. Nabet kriegt die 8. Nugent kommt auf die Transferliste. Ist zwar gut, aber ich finde Nabet besser. Mal gucken, ob ich da recht behalte. So, 150.000, weg damit. Haben wir wieder ein Haufen Geld ausgegeben, ist ja Wahnsinn. So, let's go. Okay, gucken wir mal. Das kann alles so bleiben, wie es ist. Und los geht's. Venezia gegen Venedig. Struggling. Gut, gelbe Karte für Latte-Spieler. Gut, müssen wir mal gucken. Das sieht hier nicht so prickelnd aus, oder? Jones klingt drauf, but he blazed over. Schade. Schade. Aber 7-2 Torchancen, das ist schon mal gut. Da bringt Nabet. Nabet hat die 8, der bringt 7. Also okay, weiter geht's. Go for Luton. Scrambled through a crowd. Scored by Limit. 1-0. Bad back pass. Harvey cleaned up, but he's tackled. Schade.
Schade, 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 schade. Kann man so sagen, nicht? Okay. Gucken wir mal. Jo, das war's. 1-0 Sieg. Mehr als ein Tor. Ein Tor mehr als der Gegner, Junge. Mehr will ich ja nicht. Die Werte sehen auch sehr gut aus. Das gefällt mir alles. Sehr gut. So. Arxert. Ja, so ist es. Oh, Real Madrid hat. Weiß ich nicht. Spielt keine Rolle. Er hat appointed Ian Ross als den New Manager. Watford. New International Squad. Amparo ist to the Irish Squad. Roy Keane to the Irish Squad. Simon Shepherd. England U21. Pat Keane, Irisch U21. Sehr gut. Roy Keane und Pat Keane. Ich weiß nicht, ob die verwandt sind, aber ich denke eher nicht. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Spielt mir auch keine Rolle. 1, 2, 3 auf die Transferliste. 1, 2, 3. Du siehst gut aus. Den will keiner haben. Nugent. Auch keine Ahnung. Und Amparo will auch keine Ahnung. Kommt alles noch. Moore ist noch nicht wieder fit. Der muss noch was warten. Ja, Roy und Pat Keane. Beide Mittelfeldzentrale. Roy Keane ist alt. 22. Pat Keane ist 20. Ach, Irisch U21. Ist ja okay. So. Slauson ist noch verletzt, aber der wird eh vertickert. Nugen und Amparo sind auf die Transferliste. Gucken wir mal, was hier was getan hat. Libet da oben und Harvard da oben. Libet und Harvard. Ja, wir die 22 Tore, ist schon krass. Ja, Tabellenführer und so weiter. Wie so weit. Da spielen wir erstmal gegen Peterborough. Mal kicken, wie wir spielen gingen. Eins nur für Peterborough. Das gefällt mir überhaupt gar nicht, Jungs. Stoker 1-1. Sehr gut. You finish as well. Go for Luton. Gated into the net. Edworthy. Oder Edward? Ich weiß nicht. Egal. 1-0 zur 2-1 zur Halbzeit. Nicht 1-0. Oh Mann. Ah, Edworthy. Genau. Den unser neuer Mittelfeldspieler. Linker Mittelfeldspieler hat getroffen. Sehr gut. Weiter geht's. Libet has a real chance, but his finish is poor. Okay. Libet drop on goal, but he blazed it over. Go for Peterborough. Bullet header into the net, spearing. 2-2. Adversity falls in the area, the ref turns away. Go for Luton. Eigentor. Bradshaw. Drei zu zwei gewonnen. Ja, aber ein schwerer Gegner, Peterborough. So ist das eben. Kann man nichts machen, wa?
Ja, heute geht das Video wieder 45 Minuten, wie ich es eigentlich immer wollte. Letzte Woche ging es nicht so gut, weil mir war eine absolut Stress bei mir angesagt. Deswegen konnte ich das nicht so lange machen. Alles gut. Das holen wir heute alles wieder nach. Auf, besser gesagt. Also, was heißt auf? Wir machen heute ganz normal weiter, wie immer. Ian an excellent Premier League Position. So, it down 2-0 in Southampton. Chris Moore ist wieder fit, mein Spielmacher, sehr gut. Gleich wieder rein, aha. Don Hutchinson. Den kriege ich leider nicht mehr. Kostet der? 1,1 Millionen. Bro, he is not interested. Ja, leider. Schade. Egal, die 10 rein. Die 12 für Pat Keane. So. Schade. Aber ich kann noch nicht so viel Geld ausgeben. Wo ist er denn? Aber der bleibt trotzdem dann. Er bleibt dann trotzdem auf der Shortliste drauf, auf der Beobachtungsliste. Little Trevor Goal. Und ich müsste das Target. Er hat das Ziel verfehlt, sozusagen. Ja, 0-0, die halten sich aber gut, Alter. 0-4, sehr defensiv. Nee. Derby. 0-0. Sechser? Nein, sieht jetzt gut aus. Stoker has a real chance, go for Luton. 1-0. Jawohl, da ist der Bank gebrochen. Go for Luton. Prosperous and worthy. Der zweite Saison perform. Brilliant go for Luton. Aber wird nicht gegeben. Unklare Situation. Ah. Ray. Also, die machen eine Verwechslung hier. Oh. Super Goal von Luton. Sander Undercutten. Christian Vieri. Christian Vieri hat wieder zugeschlagen. Anders Sutton, a good result. Ja. Ja. Ja, etwa in der Hälfte der Saison hört die Transferliste auf. Das ist immer gleich und ja. Mit dem zurechtkommen wir warm, aber im Moment sehe ich keinen Nachholbedarf. Ja, Abgabebedarf. Scott Morgan ist voll wieder fit und darf nur wieder spielen. Slauson wird eh vertickert. Komm weg. Ja. Gut. Immer wieder im Text. Immer weiter. Erst Müller. Oh, gegen Erst Müller müssen wir spielen. Wir sind abgestiegen aus der Premier League. Norbert, good penalty kick. But Vieri hits the post. Schade, hat die Latte getroffen. Oder den Posten besser gesagt. Stoker traf ein Goal, but he should Swiss Mosseret. Jo. Ja, Aston Villa ist eine andere Hausnummer. 1-0 für uns durch Norbert. Und weiter geht's. Schon die Yellow Card. Little Trap on Goal, Goal for Luton 2-0. Aber wird nicht gegeben, weil der Schiedsrichter eine Kleinigkeit gesehen hat.
adversity, but he misses. It's a penalty, es war so klar, ey. And Saunders finds the corner. Billemänner, ey. Unglaublich. Komm einmal vors Tor, ist direkt drin und 1-1. Ist nicht mehr normal, ey. Aber ich kann trotzdem den Jungs ein Kompliment aussprechen. Scheiße Elfmeter. Egal. Das bringt uns nicht jetzt, wird uns nicht ins Verderben rennen, glaube ich. Hoffe ich mal. Ja, manchmal hat man ja solche Spiele, wo man da unglücklich wird, weiß ich, ein Seintelobat spielt oder verliert, wie auch immer. Und dann hängen die sich daran auf und dann geht's bergab. Ich hoffe nicht. Mal sehen. Cash available, ja, interessiert mich nicht. Weiter. European Cup, das ist erstmal irrelevant. Achso, Anglo-Italian Cup. Libet, oh. Oh, Morgan ist wieder fit. Scott Morgan kann die 11 haben. Libet die 14. Jerry die 11, hä? Alter, bist du bescheuert? Du hast ja manchmal. Jerry kriegt die 11. Die 9 kriegt Morgan. Genau, die 14 kriegt Libet. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir uns wieder sortiert. Oh, gegen Pisa. Dann gucken wir mal, ob wir gegen Pisa reißen können. Ja, zu wenig Kraft gehabt der Schuss. Okay. Stoker clears the defense, but this shot is muttered. Die Nummer 9. It was tipped left to come off. Ja, jetzt gibt's rote Karte. Ja, Keen sent off. Das heißt. Die 10. Geht als Ankommen und die 8 geht als Support Man. Das heißt, so spielen wir jetzt. Wir sind einmal weniger, wir müssen einen Tacken defensiver spielen als sonst immer. Bad Back Pass. But Shoot Legs Power. Race is clear. Go for Pisa. Es war klar, dass wir da jetzt einen reinkriegen. Oh. Ja, so ist das. Man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Wäre ja auch langweilig, sozusagen. Oh Mann, ey. Oh. Injured by Nakes. He was tagged at. Da, zack, schon wieder ein Toten. Stoker, echter Mittelfeldspieler. Mal gucken. Nur, okay. Die 5 tauscht mit der 12. Die 12 tauscht mit der 10. So. Und weiter geht's. Und. Jawohl, mit 10 Mann 1-1. Sehr gut. Gelbe Karte. Ah? Gut. Oh wei, es gibt 100 Meter oder was? Oh ey. Aber Shepard saves it. Sehr gut. Sehr gut, Shepard. Aber Johnson hat nur 3 gebracht und Pat Keen hat nur 4 gebracht. Roy Keen hat nur 4 gebracht. Ey, der los. War nicht gut. Hoffentlich war das nur mit deiner Schwächeperiode. Aber immerhin noch ein 1-1 gespielt. So. So.
Stoker wrote for a few days with a orange brilliance, blah 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 blah, der ist tot, ja. Roy Keane, ein Spiel gesperrt. Gut, dann müssen wir mal gucken, was wir da machen. Na, werden wir mal Gallimore machen für die Opti-Pen. Zum Ausprobieren. Und... oh, Stoker da wieder. Das ist doch schön. So, Roy Keane. Kommt trotzdem raus für Gallimore. Dann lassen wir das so. Gut, 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 gut. Kann sich hier was geändert werden? Oh, hier sind einige. Keane. Pat Keane. Roy Keane. Kommt her. Norbert kommt her. Und Adversity kommt her. Tore, wie sie umgeschossen haben. 48 Tore. 48 zu 17 Tore. 17 Tore in 22 Spielen ist ein guter Schnitt, würde ich sagen. Ja, Vieri ist das Maß aller Dinge hier. Boah, Brian Dean kommt langsam ran. Und Dean Saunders. Okay. Mark Edwards ist verletzt. Cut right, jetzt kommt das. Jetzt kommen die Gesperrten. Ach du Schande. Jetzt müssen wir eine halbe Mannschaft wieder umtauschen. Okay, ich sag hier halbe Mannschaft, aber ist nur einer. Dann geht es ja noch. 6. Kommt auch Pardo wieder ein. Dann kann man so spielen. Jetzt wieder Welbisch. Und weiter geht's. Gegen Telford United, FA Cup. Okay. Also die sind glaube ich in der Non-League. Glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber kann sein. In der sogenannten Conference League. Kreisliga. Mal gucken. Vieri trouble goal, but his shoot is smothered. Right. 1-0 für uns durch Morgan. Scott Morgan. 1-0. Sehr gut. Vieri trouble goal, but his shoot lacks power. Oder ist smothered, wie auch immer. Jedenfalls hat er nicht getroffen. Tackled Stoker, but he plays it over. Tactical move, die Nummer 14 kommt für die Nummer 7. Stoker was a good chance, but he should use flex power. Keine Kraft im Schuss. Aber ein 1-0 Sieg reicht ja auch aus. Ja, also Telford United war Non-League. Mannschaft, also sprich Conference League, sage ich dazu immer. Kreisliga Mannschaft. Und haben nur 1-0 verloren gegen uns. Aber verloren halt. Gehen wir erstmal eine Runde weiter. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie lang, wie wo wir letzte Saison gelandet waren im FA Cup. Ich glaube in der 5. Runde oder so. Aber gegen den Premier Ligisten verloren, glaube ich. Bin mir nicht sicher, kann aber sein. Roy Keane darf wieder spielen, das ist gut. So, Roy Keane kommt auf die 4. So, Zaki Mubski, geschafft. Adversity. Adversity kommt auf die 6. Navid kommt auf die 8, das ist okay. Shepard auf die 1, das ist auch okay. Der Rest stimmt alles soweit, ich das sehen konnte hier.
hier stimmt auch alles. Wir sind immer noch Tabellenführer. Aber gleich müsste die Transferperiode beenden. So. Ja, so 10 Minuten haben wir noch, dann ist das Video zu Ende. Tranmere gegen Luton. Okay, unser nächster Gegner ist Tranmere Rovers. Shepherd ist Spieler des Monats in der Jugend, also bei den jungen Spielern. Ich bin nicht Trainer des Monats, warum auch immer, verstehe ich nicht, aber egal. Weiter. Tony McGreary, out for a few days. Das ist aber Reservist, also aus der Jugend kommt er. So. Tja, das kann alles so bleiben, wie es ist. Okay, weiter geht's. Gegen Nottingham Forest müssen wir jetzt spielen. Mal gucken, wie wir gegen die, was wir gegen die reißen. Ball ist tackled. Orton McDirt. Nee, auf ein Pickchen mehr. Ah, so ist das. Aber 0-0 zur Halbzeit, 3-3 Chancen. Mal gucken hier. Morgan, den hol ich mal raus. Ne, lass mal drin. Lass mal drin. Lass uns weiterspielen. Die den Mist verzapft haben, können den Mist auch wieder auslöffeln. So einfach ist das. Und sie tun es. Ja, 8-4 Chancen jetzt. Morgan has a real chance. Wisst ihr, und den wollte ich erst auswechseln. Das macht das 1-0. Sehr gut. Gute Entscheidung. Und 1-0 Sieg. Ja, haben sich alle gesteigert. Bis auf den Johnson. Einen besseren Spieler bekommen. Let's go. Hull City 1-0 gegen Southampton gewonnen. Steve Slauson ist wieder fit, das ist mir egal, der kann sich dann verpissen. Steve Slauson ist wieder fit, ja. Robert Butcher resumes training. Jackson. McCherry. Ist Cash available. Ist ja schön, dass Cash da ist. Wir wollen uns mal einen neuen Innenverteidiger suchen. Wo wird man bei Southampton? Ich hab da ganz bestimmt den Blick. Wo ist Southampton? Soll ich bestiegen? Southampton. Wo sind sie? Bin ich schon blind oder was? Swindon, Middlesbrough, Nottingham, Oxford, Sunderland, Derby, Brentford, Sheffield United, Newcastle, Stoke, Barnsley, Aston Villa, Portsmouth. Kein Southampton. Ja, wo sind die denn? Charlton, Wimbledon, Chelsea, Manchester, Everton, West Ham, Blackburn, Crystal Palace, Tottenham, Leicester, Manchester United, Coventry, Norwich, Queen's Park Rangers, Southampton, da sind sie doch, Mensch. Wo ist er? Hall, Richard Hall, da ist er. Guck mal, wenn er zugeht, von Mörder kostet 1,5 Millionen.
die habe ich leider nicht. Die mache ich mal auch auf die Shortliste drauf. Ich will ja nächstes Jahr zu uns. Das ist dope, dope. Wir gucken uns trotzdem einen anderen Verteidiger an. Wir wollen Williamson suchen. Der von der Zentral. So, haben wir Francis, Allen, Redwood und Jones. Jones will aber nicht zu uns. Redwood auch nicht. Also Allen und Francis. Southampton und Hartlepool United. Aber der ist unsicher. Unsicher, unselfish, also unsicher. Den holen wir nicht an. Dann suchen wir mal bei Campo. Kommen wir Campo suchen. Ein paar mehr. Alan. Gewisch. McGreal, Gale, Hislop, Price, Scully, Peer will nicht zu uns, Whitebird auch nicht, Stubbs will zu uns und Lambert will zu uns. Wir sind aber definitiv nicht mehr für Stubbs. Alan Stubbs von Morgan spielt ja auch in der Innenverteidigung. Genau das, was wir brauchen. Dann brauchen wir einen Stubbs. So. Und die drei. List him, transfer list. Und weg. So, gucken wir mal. Ja, wie wir spielen müssen, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Müssen wir gucken. So, Coca-Cola Cup, das ist mal leider schon draußen. So, Basho ist verletzt, das ist unser Rechtsaußen. Das Schöne ist, wir haben mit Norbert einen vielseitigen Mann, der kann auch rechts spielen. Nugent kann auch auf die Art auf links spielen. So, Vieri ist verletzt. Müssen wir dann so nochmal Öl reinmelden. Livid, die 14. Genau. Die 14 kriegt dann so lange. Gilmore. So, was ist? Sieht nicht so aus, dann werden wir aus dem Spiel. Weiter geht's gegen Millwall. Wollte ich schon nichts Power. So, weiter geht's. Ja, wird nicht gegeben, schade. Ja, nichts passiert, sagen wir so. Murren Race is clear, he runs keeper and scores. Ne, but it's clear of the line. Auf der Linie geklärt. Schade, 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 schade. 8:0 Chancen zur Pause. Ja, sieht alles sehr gut aus. Weiter. Nugent raises clear, run to keeper and scores. 1:0. Morgan clean tra, clean smothered is multitude smothered. So. Stoke has a real chance, he runs the keeper, but it's clever flying.
zweite Mal auf der Linie geklärt. Go for Newton, smashed Bust, irgendwas, Nugent 2-0. Morgan has a real chance, he runs Keeper and scores. Wird aber nicht gegeben, weil der kleine Schiedsrichter eine Kleinigkeit gesehen hat. Weil der Kleine eine Kleinigkeit gesehen hat, wollte ich sagen. Nee, das geht gar nicht. Aber 2-0 Sieg, sehr gut. Zweimal Nugent, ja. Kommt seinem Verkauf nur zugute. So. Nur wenn diese Ergebnisse, das hat mich früher schon abgenervt. Egal. Manager News. Coventry hat seinen Manager gefeuert. Sind glaube ich in der First in die Premier League. Sollen wir mal gucken. Wir haben ja gesagt, wenn Premier League ist, gefeuert wird oder so, dann wollen wir da anbieten, egal welcher das ist. Das spielt ja keine Rolle. Ja. Swansea möchte Nugent haben. Können sie haben. Naja, so viel wie möglich. Wie sagen wir 250.000. 170 bieten sie schon mal. 190, ja, siehst du? Haben wir den für mehr verkauft als er wert ist. Ist doch gut. So. Und wir haben jetzt einen. Die Nummer 8. Ah, so gut, Baschel darf wieder spielen, das ist sehr gut. Das gefällt mir. So. Jetzt wollen wir mal gucken, wo Southampton steht. Job News. Manager Jobs. Das war's. Manager History? Nein, das war nicht. Job News. Ja, Coventry City. Sehr gut. Play for it. So, jetzt müssen wir unsere Taktik ändern. Warum müssen wir unsere Taktik ändern? Wenn der jetzt uns annimmt, kann sein, dass die unsere Taktik nicht, dass sie die behalten. Das möchten wir natürlich nicht. Wir wollen ja nicht hier unsere eigene Konkurrenz stärken. Das heißt, wir machen hier einfach mal ein offensiveres System. 4-2-4. So spielen wir, das ist nah dran an meiner alten Taktik. Dann gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir ja Coventry. Aber da haben wir jetzt die Mannschaft so gut aufgebaut, naja. So, jetzt können wir die wieder zurückstellen. So, die 11. Tauschen mit der 10. Die 10. Tauschen mit der 8. 10 geht ins Supporter. Die 6 geht ins linke Mittelfeld. Vorwärts. Die 5 geht ins rechte Mittelfeld. Vorwärts. Die 4 geht ins Sweeper. Die 2 geht als Innenverteidiger und die 3 als Innenverteidiger. So wollen wir das haben. Und wir spielen natürlich Continento. So schaut's aus. Und let's go. Gegen Bari. Und 1-0. Wird nicht gegeben. Schade. Looking drauf, go for Newton Town. East Curse is a new. Limit Race is clear, hier um 2-0. Sehr gut. Das
got Mario as a real chance, but you keep the Explorer. So, weiter geht's. 2-0 zur Halbzeit ging es, das war sehr gut. Jetzt geht's weiter. Now I clean up, go ground keeper and spot is misses. Schade. Und you finish the post. Scott Morgans, 3-0, sehr gut. 3-0 Sieg gegen AS Bari. So, jetzt wollen wir gucken, ob die uns jetzt schon haben wollen. Wenn nicht, müssen wir nächstes Mal nächste Woche machen, weil wir jetzt das Video beenden werden. Ich bin ein bisschen überzogen, ist aber nicht so schlimm. Okay, wollen wir nicht. So, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dann mal. Ciao, ciao.